Das Wichtigste in der Coin Magic Szene sind die Vanishes. Vanishes bedeutet sowas wie Münze verschwinden lassen. Da zeige ich euch heute 4 Methoden, wie ihr eine Münze verschwinden lassen könnt. Let's go! Starten wir nach dem Intro. Und somit, ja Leute, was geht ab? Kurz mal eingeschaltet habt. Heute gibt es Münzen-Vanishes. Wie lasse ich eine Münze verschwinden? Das Ganze könnt ihr in eure Routine mit einbauen. 4 Techniken, starten wir mit der ersten. Zuallererst folgt mir auf Instagram, folgt mir auf Twitch, folgt mir auf TikTok und checkt meine Websites. Und ein zweiter Link in der Videobeschreibung. Der erste Link, da kommt es zu meinem eigenen Produkt, welches ich gelauncht habe. Und ihr könnt es euch gerne abchecken und wenn ihr wollt, auch zulegen. Auf der Website gibt es auch noch viele weitere Magic Tricks. Und genau, zu meinem eigenen Produkt wird auch noch mal ein Video auf YouTube kommen. Seid gespannt. Der erste Vanish ist der Retention Vanish. Was ist der Retention Vanish? Der Retention Vanish ist genau this. Ja. Der Retention Vanish geht wie folgt: Du hältst die Münze zwischen 3 Fingern, zwischen dem Zeige-, Mittel- und Daumen. Und das, was jetzt du tun musst, wenn du die Hand natürlich hier abdeckst, den Mittelfinger einklappen. Das heißt nicht so, sondern halt natürlich die Münze mitnehmen und der Daumen stabilisiert ist. Dann jetzt hier festklemmen, damit es hält und dann kannst du so machen. Von hier aus kannst du es in die klassische oder in die Fingerpalmage bringen. Genau, das heißt. So, und diese Move machst du währenddessen, dass ihr schließt. Mit vorne ohne schließen. Guck mal, damit kannst du auch ganz gut Münzen verschwinden lassen mit der Technik Retention Vanish. Also auf eine andere Weise, einmal so. Und einmal. Ups, ist wieder rausgekommen. Naja. Und hier unten. Genau, das ist der erste Vanish. Kommen wir zum zweiten Vanish. Das ist der Roll Vanish. Ja, zuallererst müsst ihr natürlich das hier können, dass ihr die Münze hier so überschlagt. Das heißt, ihr lasst die so runterrollen. Ihr habt hier und buff. Ganz wichtig, merkt euch diese Bewegung hier, dass ihr hier, dass die Münze hier zeigt und dann hier hoch geht und dann hier unten hier wieder hingeht und dann die Münze fallen lässt. Das heißt, von unten nach oben, wieder nach unten. Das ist wichtig, weil wenn wir dann danach den Daumen ausbreiten, den kleinen Finger ausbreiten und dann da die Münze drauf fallen lassen, dann ziehen wir den ein. Und es hat ganz gut, dass der Daumen verdeckt ist, weil man soll ja nicht das hier sehen. Okay, wenn man es ein bisschen sieht, ist jetzt kein Drama so, aber sollte man nicht so heftig sehen. So, und dann halt die Münze aufnehmen. Wenn ihr die Münze hier habt, dann nicht so bleiben, dann sieht man die hinten, sondern einfach ein bisschen Winkel verkleinern und dann nicht so, sondern Winkel. Nochmal. Und von hier kann man, von dieser Pose kann man ihn eigentlich auch recht gut in die klassische Palmage bringen. Ja, kommen wir zum nächsten Vanish, das ist der Fingertip-Vanish. Beim Fingertip-Vanish so. Das Ganze geht wie folgt. Ihr habt die Münze hier zwischen den beiden Fingern und geht hier hin. Und nun klemmt ihr diese Münze hinten an euren Daumen und wie ihr wahrscheinlich schon gedacht habt, buff. Und von hinten buff. Dann mal von vorne ohne einklappen. Das Ganze macht ihr ganz nicht dein Ernst, ne? Nee. Das Ganze macht ihr ganz schnell. Letzten Vanish, das ist mein eigener Vanish, der
Juvenisch und er sieht wie folgt aus. Ja, das ist auch schon der Juvenisch, das heißt, du rollst erstmal das Ganze hier. Du rollst die Münze hier erstmal so lang. Das ist ein bisschen tricky manchmal. Und dann hast du die Münze hier so zwischen. Dann greifst du hier zu. Und währenddessen lässt du die Münze hier so runterflippen und packst die ein. Und daher nochmal von der Seite. Ganz ehrlich, ist diese Greifbewegung, das ist so aus, als würdest du diese Münze hier so abziehen. Von daher, natürlich würde es so aussehen. Und wir machen das Ganze halt. Und natürlich. Okay, und natürlich gut. Ja, das ist auch schon der Vanish. Das sind die Vanish. Ich kann euch auf jeden Fall die nur empfehlen. Ihr könnt das Ganze zu einer Routine zusammenbasteln, dass ihr die Münze wieder erscheinen lasst. Mit Münzen könnt ihr richtig gut Ablenkungsroutinen machen. Von daher, ja, lasst dem Zuschauer, ich sag dem Zuschauer zuallererst, passt gut auf. Jetzt zeige ich euch, welche Methode Zauberer benutzen, und zwar Ablenkung. Denn nämlich, wenn ich die Münze hier übergebe, dann ist sie eigentlich gar nicht hier. Jetzt gucken viele Leute auf die andere Hand und da einige sind schon wieder hier. So ganz einfach. Und da könnt ihr euch ausbauen und daraus eine Routine bauen aus diesen vier Vanishes und immer wieder natürlich erscheinen lassen und den Zuschauer richtig verwirren. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Checkt meine Website. Zweiter Link in der Videobeschreibung. Checkt mein Produkt. Erster Link in der Videobeschreibung. Checkt auf jeden Fall alle meine Kanäle. TikTok, Twitch, Instagram. All of the stuff. Of this stuff. And ja, let's go. Boom. Haut rein. Liken, kommentieren, abonnieren. Und nicht vergessen, die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Ich bin raus.